Lehren, Lernen, Lauschen. Der Lehrer eine Stimme geben. Persönliche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der TU Graz, die uns in ihre Welt der Lehre einladen, über ihre Motivation und auch Herausforderungen berichten. Heute darf ich bei uns im LLT-Studio Sophie Steger und Paul Baumgartner vom Institut Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik begrüßen. Sie werden uns einen Einblick in ihre Lehre geben, ihre Erfahrungen mit der Lehre an der TU Graz und auch über ganz besonders schöne Momente in den letzten Wochen berichten, hoffe ich. Hallo. 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 Freut mich, dass ihr zu uns gekommen seid, und wir starten gleich damit, dass ich euch bitte, dass ihr ganz kurz vorstellt, ein bisschen was über euch sagt, über eure Ausbildung, über euer Institut, euer Fachbereich und natürlich ein bisschen was zu eurer Lehre an der TU Graz auch. Darf ich dich, Paul, bitten, dass du startest? Gut, ja, also danke für die Einladung nochmal. Ja, wie schon vorgestellt, Paul Baumgartner, eben vom Institut Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik. Ich bin dort Universitätsassistent in meinem fünften Jahr und habe nach der Masterarbeit dort gestartet, forscht dort an Antennentheorie und Berechnung und Optimierung von Antennenstrukturen und nebenbei eben sehr viel in der Lehre involviert, wie unser Institut schon sagt, in der Grundlagenlehre, und habe da eben einige Kurse, Grundlagen Elektrotechnik, Elektrodynamik und auch Theorie der Elektrotechnik, also ein bisschen komplett die Basics, die den Elektrotechnikern beibringen darf. Ja. Also eher im Bereich der Studienanfängerinnen. Nicht nur, also das geht dann schon auch, wird schon knackiger auch bei mir, auch die Älteren kennen mich ein bisschen, aber halt Master sehr wenig. Spannend. Sophie, bitte. Ja, also mein Name ist Sophie Steger und ich studiere Elektrotechnik, und dank Paul bin ich seit meinem zweiten Studienjahr Studienassistentin am Institut für Grundlagen der Elektrotechnik. Und jetzt sind es mittlerweile 4 Jahre, dass ich dort Studienassistentin bin. Und du möchtest weiterhin Studienassistentin bleiben? Ja, aber ich werde, also möchte gerne mit diesem Jahr den Master abschließen. Also dann ist das Kapitel Studienassistentin zu Ende. Ausgelernt sozusagen. Ja, aber das ist eigentlich großartig, dass dann heuer so ein besonderes Jahr für euer Lehrveranstaltung war, oder? Ich glaube, ihr wisst, worauf ihr anspielt. Bestimmt, ja. Also der Kurs Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik, ich habe dann vor 4 Jahren übernommen. Das war eigentlich eine Großgruppe, wo ich vorne gestanden bin und unterrichtet habe. Und das habe ich schon gemerkt, das ist für Übung eigentlich ziemlich blöd. Und dann habe ich mal gestartet mit 3 Studienassistenten, habe mit denen so ein Kleingruppenkonzept erarbeitet, und dann sind wir sukzessive gewachsen und haben die Studien nach der Reihe umgestellt. Die Sophie ist dann im 2. Jahr dazugekommen und jetzt ist das Team herangewachsen. Und mittlerweile, ich glaube 17, 18 Studienassistentinnen, was wir mittlerweile sind, und haben miteinander den Kurs geprägt. Die Sophie war dann ein bisschen die rechte Hand von mir und haben auch sehr viel organisatorisch viel diskutiert, was wir besser machen können. Und das hat sich dann so niedergeschlagen, dass wir den Staatspreis für den Kurs erhalten haben für universitäre Lehre. Den Astozendi für exzellente Lehre habt ihr heuer erhalten, was uns als Technische Universität Graz natürlich sehr freut. Ihr seid die ersten Preisträgerinnen einer technischen Universität vom Astozendi, und darauf sind wir als TU Graz sehr, sehr stolz, und ich denke, ihr könnt extrem stolz auf euch sein, in einem Grundlagenfach mit so einem tollen Team so einen tollen Preis erhalten zu haben. Ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich dazu gratulieren. Und dann gehen wir gleich ein bisschen tiefer in eure Lehre hinein. Da fange ich jetzt bei dir an, Sophie. Mhm. Dadurch, dass du da ja mit hineinwachsen konntest während deiner Studienzeit, wird mich interessieren, was dir ganz besonders viel Freude an dem gemacht hat. Also auch in der Lehre aktiv zu sein, während du studierst. Ich glaube, die größte Freude ist es, das Wissen zu vermitteln und zu merken, dass man vielleicht durch Erklärungen was bewirken konnte bei StudentInnen, dass es vielleicht vorher nicht verstanden wurde und dann durch Erklärungen oder ähnliches die Inhalte wirklich verstanden wurden und dann umgesetzt werden können. Und man ein bisschen eine Hilfe sein kann, und auch durch das, dass wir eben auch noch studieren, vielleicht die
Hürde kleiner ist, Fragen zu stellen und auch Fragen zu stellen, die man vielleicht denkt, sie seien dumm, aber im Grunde nicht dumm sind und eigentlich viele die gleichen Fragen haben und nur niemand traut sich, diese Fragen im großen Hörsaal zu stellen bei hunderten Leuten. Und das ist schön zu sehen, dass man vielleicht jemandem weiterhelfen kann und eine Auswirkung hat. Paul, du willst gleich ansetzen. Ganz lustig, ja genau, wenn man da gleich ansetzen kann. Ich unterrichte selber nicht mehr den Kurs. Es ist so, dass ja eigentlich hier über meinem Team stehe und alle Studienassistentinnen stehen im Hörsaal unterrichten und ich sitze dann immer wieder mal drinnen und führe es an das Lehren heran. Also momentan sitze ich immer wieder bei neuen Kolleginnen drinnen, höre mir das an und es ist eigentlich wirklich witzig, die ersten Male, ja, sie sind natürlich sehr nervös und auch die Leute trauen sich noch nicht so interagieren und heuer ist es besonders komisch, weil die Leute wirklich extrem mitarbeiten. Das habe ich auch noch nie gesehen, also das ist jetzt wirklich schon echt sehr gut aufgegangen. Die Studienassistentinnen wissen genau, wie sie erklären, wie sie es machen. Die Übungen sind, glaube ich, schon sehr gut strukturiert und die Studierenden fühlen sich dort ermuntert, mitzuarbeiten. Und das geht natürlich in einer großen Gruppe überhaupt nicht. Und die Kollegen machen das sehr, sehr gut. Und deswegen, glaube ich, fühlen sich auch alle dort sehr, sehr wohl. Und was trägt positiv zu deiner Motivation bei? Was macht dir jetzt einmal am meisten Spaß bei der Lehre? Ja, ich glaube, momentan ist es das Arbeiten in dem großen Team und halt miteinander, ich sage mal, Bäume auszureißen und auch wirklich das Große sehr, sehr gut umzusetzen. Und ja, mittlerweile kriegen wir es von alle Seiten mit, dass wir das miteinander im Team wirklich, wirklich gut machen. Und da bin ich schon ein bisschen stolz und das macht natürlich sehr, sehr große Freude. Und selbst in einem anderen Kurs, den ich unterrichte, in der Elektrodynamik, da war ich letzten Mittwoch das erste Mal wieder im Hörsaal und ja, das ist schon auch nur mal ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn man dann wieder mal vorstehen kann und auch im Hörsaal wieder mal ja performen kann. Das macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß und gibt einem auch sehr, sehr viel. Insbesondere, wenn man die letzten 1,5 Jahre denkt. Mm. Also vor diesem Hintergrund. Ja, es war sicher einigermaßen mühsam, das in dem Computer reinzureden. Ich glaube, es kennt jeder Lehrende, dass es einfach das Feedback durchaus verloren gegangen ist. Man hat ein paar Instrumente erfunden, aber es ist nicht dasselbe. Wobei man muss sagen, dass wir durch die Herausforderungen der Pandemie wirklich uns neue Konzepte überlegt haben und kreativer haben denken müssen. Zum Beispiel haben wir jetzt einen YouTube-Kanal gegründet, wo wir zusätzliche Videos hochgeladen haben, der sehr gut eigentlich angelaufen ist und gut angenommen wurde von den Studierenden. Und auch um die Kommunikation zu stärken, haben wir einen Discord-Channel erstellt, wo auch viel aus Studierendensicht interagiert wurde und Fragen gestellt wurden. Ja, das war sicher, also Corona, im Nachhinein war es das Beste, was uns passieren hat können. Wir würden jetzt niemals da stehen, oder wir würden niemals die Qualität jetzt bieten können, wenn Corona nicht gewesen wäre, weil wir genötigt waren, sich zusammenzusetzen. Und ich weiß noch genau, da haben wir, ich glaube, digital haben wir sie getroffen, irgendwann im Mai, und haben halt überlegt, wie machen wir das nächste Semester oder war es Juni. Und eigentlich waren wir ziemlich planlos und ich habe auch Discord nicht gekannt. Und dann hat es halt ein paar Studienassistentinnen gegeben, die gemeint haben, das nimmt jeder her, so kommuniziert man halt. Und ein bisschen angeschaut und ja, passt, machen wir. Und eigentlich hätte man es niemals gedacht, dass da so viel diskutiert wird. Und da drinnen ist wirklich ziemlich zugegangen. In Discord. Und auch jetzt noch. Also der Kanal besteht weiterhin und wird auch genutzt häufig auch für organisatorische Fragen oder genereller Austausch oder Fragen zur Hausübung, weil es sonst oft schwierig war, weil die Übung wöchentlich stattfindet. Und dann war die Kommunikation zwischen Studierenden und uns Vortragenden etwas schwieriger oder E-Mails wurden nicht häufig geschrieben, da es doch auch viel formeller ist. Und im Discord ist die Hürde auch viel geringer zu schreiben. Zusätzlich können es dann die anderen auch sehen. Also wenn eine Frage gestellt worden ist, können es alle Beteiligten im Discord sehen. Es funktioniert weiterhin super mit den neuen Konzepten. Wenn man da vielleicht zurückblickt, die Jahre davor, das haben wir am Ende vom Semester wieder gesagt,
gut, viele Hausaufgaben, viele Studierende tun sich schwer und kommen aber nicht zu uns und das hat uns auch ein bisschen frustriert. Warum kommen die nicht zu uns? Was können wir wieder machen? Dann, ja, Sprechstunde. Machen wir das Konzept. Haben wir wieder probiert, kommt wieder niemand. Ah, stellen wir es um. Machen wir dieses Konzept. Kommt wieder niemand. Und erst mit Discord haben wir es dann wirklich geschafft, dass auch wegen der Anonymisierung, keiner braucht den Namen irgendwo hinschreiben und jetzt traut sich jeder und sie interagieren und wir danach, glaube ich, das gut betreuen und einen vernünftigen Maße die Antworten geben, was allen dann hilft. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, das neue Feedback-Instrument oder für uns neu, so neu ist ja das alles gar nicht, aber für uns neu das einzuführen, das war sicher das Allerwichtigste in dem Kurs. Und was mich da am meisten auch freut, ist, wenn das Studierende sich oft im Discord auch gegenseitig antworten und die nicht warten, bis Lehrende antworten, sondern selber sich gegenseitig helfen. Gerade im ersten Semester ist es, glaube ich, wichtig, dass sie lernen, miteinander zu diskutieren. Und das ergibt sie so, dass sie es machen. Und das freut uns, weil sie dann wirklich schon im Anfang vom Studium eigentlich an das, was eine Uni sein sollte, herangeführt werden. Ich möchte gleich zum nächsten Thema weitergehen. Es gibt ja sehr, sehr viele herausfordernde Situationen und herausfordernde Aspekte in der Lehre. Eben die Vermittlung von Inhalten, das Lernen von neuen Tools, der Umgang mit neuen Tools. Was ist denn für euch eine herausfordernde Situation gewesen oder herausfordernder Aspekt in der Lehre, abgesehen von den ganzen Umstellungen aufgrund von Corona? Also für mich die größte Herausforderung ist die Heterogenität in den Gruppen, dass die Wissensstände sehr, sehr unterschiedlich sind. Manche waren in einer HTL spezialisiert auf Elektrotechnik, manche kommen vom Gymnasium, andere haben vielleicht 4 Jahre gearbeitet und kommen jetzt wieder an die Uni und müssen wieder vielleicht lernen. Und da die richtige Geschwindigkeit beim Vortrag zu finden, wen überfordert man, wen langweilt man, ist dann durchaus die größte Herausforderung. Und ich glaube, zumindest mit dem YouTube-Kanal haben Studierende, die wenig Vorwissen haben, zumindest die Möglichkeit, es sich nach der Übung oder beim Bearbeiten der Hausübungen, sich die Inhalte langsam anzuschauen, vielleicht öfter anzuschauen und es so vielleicht nochmal zu festigen. Ja, ich glaube, das ist ja schon das Allerwichtigste gesagt. Die Heterogenität ist einfach die größte und wahrscheinlich auch für Erstsemesterkurse die gängigste Herausforderung. Aber wir haben miteinander schön Lösungen erarbeitet. Und ich glaube, das ist in dem Kurs das Allerwichtigste, dass eben wir alle immer zusammenarbeiten und jeder bringt sich ein bisschen in der Diskussion ein. Und wir dann jedes Jahr am Ende die Probleme diskutieren. Oder nicht Probleme, die Herausforderungen. Und dann schauen wir gut, was hat es heuer gegeben, was hat vielleicht nicht ganz so perfekt funktioniert. Und dann überlegen wir sie Lösungsmöglichkeiten. Und eben wahrscheinlich die beste Lösung war der YouTube-Channel, wo wir einfach 2 Playlists gemacht haben. Eine Playlist habe ich gemacht, wo ich die Theorie nochmal kurz wiederholt habe. Wo sollten die Studierenden aus der Vorlesung wissen? Und da nochmal ein paar andere Erklärungsversuche gegeben habe. Und die Sophie hat dann eine andere Playlist gemacht, die von der Qualität her viel, viel besser ist. Und was dann mehr hands-on war, also dann wirklich die Beispiele lösen und das durchrechnen. Also was dann wirklich die Skills, die Kompetenzen, die Übung vermitteln sollen, wirklich dann im Kern gebracht hat. Und die Views haben gezeigt, bei manchen Videos, wir haben so 400-500 Teilnehmer und die haben nach 2-3 Wochen, wie halt dann die Übung genau war, haben zum Teil 600-700 Views gehabt. Also man hat gemerkt, das haben sich die Studierenden angeschaut und auch wirklich dann zum Teil 2-3 Mal angeschaut. Also das hat sich jeder wirklich so reinziehen können, wie er es braucht und eben auch die verschiedenen Mittel gehabt. Und das hat, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel geholfen und es ist auch immer wieder Lob gekommen, sie haben es angenommen und ja, das zeigt sich auch, dass es sehr viel gebracht hat. Also auch die Noten sind viel, viel besser geworden. Das ist natürlich immer schön, wenn man sieht, dass sich dieser Aufwand auch was bei den Studierenden positiv aufgenommen wird und auch widerspiegelt in dem, was sie gelernt haben. Wir werden die Links zu eurem YouTube-Channel natürlich auch noch in den Text reinstellen, damit sich das jeder anschauen kann. Und auf die Glocke klicken. Ich weiß jetzt zwar nicht, was die Glocke ist. Ich würde sagen, wir verraten es auch nicht, damit es möglichst viele anschauen.
Und die Videos sind eben öffentlich. Also wir hoffen auch, dass wir die Leute erreichen, die vielleicht planen, Elektrotechnik an der TU Graz zu studieren oder vielleicht dann zufällig draufstoßen und dann die Motivation gewinnen an der Elektrotechnik und vielleicht dann durch das Studium entdecken und an die TU Graz kommen. Es zeigt auch die Statistik, dass man nicht nur österreichische Views haben, sondern auch ein bisschen von woanders, vom deutschsprachigen Raum. Also das ist schon schön, dass wirklich das genutzt wird und auch eben nicht nur für unsere Studierenden. Es soll ja auch die Motivation der Uni sein, Wissen zugänglich machen für alle. Und das haben wir dadurch auch, glaube ich, sehr gut erreicht. Wollt ihr irgendwelche Sachen mitgeben an Kollegen und Kolleginnen? Ein Tipp oder so? Ja, ich glaube, ein wichtiger Tipp an alle Lehrende oder warum wir vielleicht Erfolg haben, ist ganz sicher, weil wir als Team arbeiten und eben alle Studienassistentinnen mit mir auch auf Augenhöhe sind, eigentlich das ganze Institut auf Augenhöhe ist und sich deswegen jeder mitarbeiten traut. Und gerade die Studierenden, die haben ja eine Ahnung, wie es läuft, die ja ich zum Teil schon immer habe. Und ja, je länger man im Business ist, sage ich mal, tut man sich immer schwerer, die Probleme zu greifen, gerade auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren. Und ich glaube, das ist sicher an der wichtigsten Messages, auf die Jugend zu hören und da ein bisschen die positiven Impulse herausziehen. Wie ich ans Institut gekommen bin, an Siegte war es genau gleich. Ich habe das einfach nie anders kennengelernt. Das heißt, ich bin gekommen und habe Visionen gehabt und es hat geheißen, Ball durch, wir sind hinter dir, das passt schon. Und das Vertrauen, wenn man das genießt, dann traut man sich ja Sachen umzusetzen und ermutigt zu sein. Und das, glaube ich, habe ich auch weitergeben. Und das, ja, möchte ich so an alle Lehrenden weitergeben und das auch ein bisschen zu nutzen. Und eben auch das Feedback von Studienassistentinnen, aber auch von allen Studierenden, auch wirklich ehrlich aufzusagen, sich selber zu hinterfragen. Ich glaube, das ist so der wichtigste Tipp oder der Schmäh von uns. Der Schmäh von euch. Sophie, du stimmst ihm natürlich zu, oder? Sicher. Was immer besonders von Interesse ist, ist einfach sind Geschichten aus der Lehre. Drum würde mich interessieren, ob ihr vielleicht irgendwas erzählen könnt, eine lustige Geschichte, irgendwas Spannendes, woran ihr zurückdenkt und vielleicht schmunzeln müsst. Also von meiner Seite aus gab es durchaus lustige Geschichten, da wir halt auch je länger die Übung läuft durch das Semester, gewinnen alle mehr Vertrauen zueinander und trauen sich vielleicht mehr zu sagen oder vielleicht auch der Umgang wird eventuell auch salopper und da entstehen durchaus lustige Geschichten. Und ich glaube, die meisten, die an der TU Graz studieren, kennen auch solche lustigen Charaktere und komische Begegnungen manchmal, also lustig komische Begegnungen. Aber genau, vielleicht wollen wir nicht ins Detail gehen, aber... Auf jeden Fall die Lehre, das Lehren und Lernen bringt viel Spaß mit sich. Auf jeden Fall. Würde ich euch beiden so ablesen wollen. Es ist uns wichtig, auch immer ein bisschen Gaudi und Schmäh reinzubringen. Sei es im Hörsaal ein bisschen, ich sage immer, wenn ein Kasperl runterzuspielen, das ist manchmal schon ganz lustig, wenn es ein bisschen auflockert. Aber das ist mehr so vom, damit man es vorne selber ein bisschen selber lustiger hat. Aber auch im Team ist es immer wichtig, dass der Schmäh rennt. Also es, wenn wir sie treffen und irgendwas besprechen, dann wird eigentlich relativ viel getratscht, gelacht und Schmäh geführt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich würde ja sagen, Insider und interne Schmähs sind ganz lustig. Und für Geschichten im Lehralltag muss jeder in sich gehen. Und da fallen, glaube ich, jeden, sei es Studierende oder Lehrende, sehr viele Geschichten ein. Und ja, die erzählen wir es ja auch manchmal, aber nicht heute. Nicht heute. Das nächste Mal dann. Welche Services gibt es denn an der TU Graz, die euch am allermeisten geholfen haben bei der Weiterentwicklung von der eigenen Lehre? Oder fehlt irgendetwas? Dass ihr sagt, das wäre super, aber das hat die TU einfach nicht. Also wir haben jetzt wir haben sehr viele Kleingruppen im Kurs, wo sie eben von den Studienassistentinnen unterrichtet werden. Dort teilen wir die Studierenden nochmal in Teams auf. Also die arbeiten eigentlich alles in Dreierteams ab, die ganzen Hausübungen. Sollen dort auch gemeinsam diskutieren. Und das haben wir eigentlich alles mit dem Teach Center sehr gut gemanagt.
Und da das Aufsitzen vom Teach Center ist immer ziemlich viel Hocken. Man kriegt immer einen guten Support. Also wir telefonieren oft mit der Abteilung. Aber letztendlich hilft uns das schon sehr, vor allem in der Digitalisierung vom Kurs. Vor 2 Jahren nur haben wir mit Papierhausübungen hantiert. Und mittlerweile sind wir ja beinahe paperless, würde ich sagen. Also es wird nochmal alles digital gemacht und die Digitalisierung hat das Teach Center eigentlich mit sich gebracht, dass man, was vorgefunden haben, das eigentlich schon so können hat, wie wir das wollten. Und das ist entspannt, weil man sich nicht mehr Gedanken machen muss, hat man eine Hausübung verloren? Oh weh. Oder hat nur jemand nicht abgegeben? Das ist dann auch einfacher geworden für uns. Ich glaube, das kennt jeder Lehrende von nach einer Prüfung. Habe ich überhaupt alle? Also da ist das Digitale schon praktisch. Da ist es belegt. Und auch die andere Sorge, also die Sorge der anderen Seite, dass man sich wohl wünscht, niemanden verloren zu haben auf dem Weg. Ja. Wenn jeder immer den Absenden-Button findet. Welche Services der TU Graz oder Strukturen der TU Graz oder Menschen der TU Graz unterstützen oder helfen euch am meisten bei der Weiterentwicklung von eurer eigenen Lehre? Ja, ich glaube, eins, was sehr wichtig ist, war sicher unser Studiendekan, der Professor Schichler, der was eigentlich nie Nein gesagt hat, wann wir neue Ressourcen braucht haben, weil er das auch anerkannt hat, dass Grundlagenlehre sehr wichtig ist und das wertschätzt. Und so haben wir auch das große Team aufbauen können. Und gerade wie es zum Beispiel bei den YouTube-Videos ist, hat natürlich ein paar Ressourcen braucht, aber eigentlich, dass wir das Vertrauen gehabt haben und auch die Ressourcen bekommen haben, haben wir die Qualität zustande gebracht. Also das war sicher eine wichtige Sache. Und das Zweite, wir haben uns letztes Jahr auch für den Projekt von Lehre beworben und dadurch wurde auch unser Kurs ein bisschen digitalisiert. Also ja, ich habe fast nichts damit gemacht, aber wir haben damit eben Grafiktablets angeschafft. Und mit denen lässt sich einfach wirklich sehr, sehr einfach digital lernen und jeder hat von zu Hause aus wirklich eine gute Infrastruktur generieren können und dadurch eben zu Hause gut unterrichten können. Ein Grafiktablet im Sinne von einem Tafelersatz, oder? Genau. Also es ist, ich glaube, früher haben das Künstler verwendet oder irgendeinen Tipp habe ich wieder von der Sophie bekommen. Am Anfang haben wir doch Convertibles und dann hat man diskutiert, was glaubst du, was soll man machen? Und Sophie hat gleich gesagt, ich habe da ein Grafiktablet, das ist ganz cool. Und dann haben wir sich das genauer angeschaut und gut, passt gleich, ja. Genau, man schließt es einfach an den Laptop oder Computer an und hat ein zusätzliches Interface zum Schreiben. Und da eigentlich jeder von uns sowieso Laptop oder PC zu Hause gehabt hat, war das eine kostengünstigere Lösung. Und moderner, als dass sich jeder Tafel zu Hause hinhängt. Nein, das hat uns schon sehr geholfen und dadurch sind wir auch, glaube ich, sehr modern und digital geworden. Und es ist auch wirklich cool, damit zu unterrichten, wenn man digital unterrichtet. Und zum Abschluss darf ich euch noch bitten, den folgenden Satz aus eurer Sicht zu beenden. Lehre ist für mich... Spaß. Sophie? Okay, Lehre ist für mich wichtig. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier wart und ein bisschen unseren Einblick in eure Lehre und das Studium gegeben habt. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, ihr habt es bewiesen, dass ihr den AStoZendi gewonnen habt und zuerst natürlich den Preis für exzellente Lehre an der TU Graz, dass ihr da ein gutes Team seid, ein gutes Team habt und ich wünsche euch weiterhin so viel Erfolg. In der Lehre, beim Lernen und allem Weiteren. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Lehren, Lernen, Lauschen.